New York City trotz der Omikron-Welle, trotz steigender Infektionszahlen hier im Big Apple, möchte der Bürgermeister Bill de Blasio an der Neujahrsfeier am Times Square festhalten. Allerdings soll die Feier leicht reduziert werden. Es sind jetzt nur mehr 15.000 Menschen zugelassen am Times Square, wenn eben berühmterweise die Kugel an einer Stange herunterfährt und das neue Jahr einleiten wird unter Getose und Jubel der Teilnehmer. Alle Teilnehmer müssen geimpft sein, müssen Masken tragen. Alles wird hier genau und streng kontrolliert. Aber es ist ein Zeichen, dass sich New York hier nicht unterkriegen lassen möchte. Auch dieses Signal hat Bill de Blasio gesetzt in Medieninterviews. Er sagt, es ist wichtiger, hier ein Zeichen zu setzen, als Infektionen zu verhindern, mehr oder weniger. Omikron-Welle hat, wie gesagt, zu einem rasanten, fast senkrechten Anstieg der Infektionskurve geführt. Allerdings ermutigend scheint, dass in den Spitälern noch Betten frei sind, dass die Zunahme bei den Spitalseinlieferungen weit hinterherhinkt im Vergleich zur Zunahme mit den Infektionszahlen. Auch die Zahl der Toten ist stabil geblieben. Das könnte darauf hindeuten, dass Omikron tatsächlich, wie viele Experten sagen, milder ist als Vorgängervarianten wie Delta. Allerdings insgesamt sind die Zahlen alarmierend, beängstigend und eigentlich atemberaubend. In den USA wurden am gestrigen Tag fast 500.000 Infektionen gemeldet. Es ist ein einsamer Rekord. Es sind fast doppelt so viele Infektionen wie am bisherigen Höhepunkt der Covid-Pandemie im Jänner dieses Jahres. Insgesamt ist das eine alarmierende Entwicklung. Doch viele Experten hoffen, dass diese Omikron-Welle bald den Zenit erreicht, das Plateau erreicht, und dass es dann mit den Fallzahlen rapide wieder nach unten gehen könnte.